Kurz darauf stehen unsere Helden vor einem verschlossenen Tor und einer Kanone. Gott, wie es klar war, dass vor einem verschlossenen Tor eine Kanone steht. Und es muss auch dem allerblödesten Trottel klar sein, wofür hier die Kanone gedacht ist. Zum Aufsprengen des Tors? Ach, so ein Blödsinn. Wir stehen natürlich da, damit wir besser an den Schlüssel kommen, der höchstwahrscheinlich auf der Kante über dem Tor versteckt ist. Miracoli, das hast du sehr logisch und anschaulich geschlussfolgert. Danke, danke. Ich steig da mal drauf und schau nach. Oh, Männer. Hier ist kein Schlüssel. Muss wohl schon jemand vor uns hier gewesen sein. Ja, natürlich. Was machen wir denn jetzt? Wir werden alle verhungern und sterben. Wie wär's, wenn ich versuche, das Tor aufzufluchen? Ich könnte es mit meinen mentalen Kräften probieren. Oh Gott, mal schauen, wie lange das noch dauert. Eine halbe Stunde später. Oder wir könnten das Tor einfach aufessen. Hast du denn so viel Hunger? Also ich denke, das ist eine gute Idee. Männer, wie wäre es, wenn wir einfach die Kanone benutzen, um das Tor aufzusprengen? Völlig abwegig. Frauen und Technik. Wir haben doch nicht mal eine Kanonenkugel. Atinuviel deutet unauffällig auf Dimitri. Was, ich? Das ist doch völliger Quatsch. Wer wird ein Gnom als Kanonenkugel benutzen? Circa 30 Sekunden später. Ihr verdammten Schweine! Okay, wir sind durch. Gott, wie ich wieder die rettende Idee hatte. Jo, Miracoli, da muss ich dir zustimmen. Du hast unseren Tag gerettet. Männer. Mann. Nachdem sich unsere Helden durch das Versteck von Van Cleef gekämpft haben, stehen sie einige Stunden später oben auf dem Schiff des bösen Anführers der Defias-Bruderschaft. Ich werde euch das mit der Kanonenkugel niemals verzeihen. Hätte Raoul mir nicht gerade so einen guten Witz erzählt, hätte ich immer noch miese Laune. Raoul, hör auf, ich kann nicht mehr. Ich mach mich gleich in die Hose. Ich habe kein Wort verstanden. Wo fahren denn bitte hier in der Defias Höhle Züge? Was zur Hölle sind überhaupt Züge? Moderne Elfentechnologie. Schon klar. Plötzlich springt ihnen Van Cleef persönlich entgegen. Da bin ich. Der böse Van Cleef persönlich. Ich und meine Bruderschaft schleudern euch zu Boden. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich habe plötzlich das Verlangen, ihn Rübennase zu nennen. Meine Herren, können wir dann mal? Horst, mach dich bereit für deinen Stamina-Buff. Ach nö. Horst tötet Van Cleef John. Das nenne ich dann mal einen mehr als eindeutigen Sieg. Einigen wir uns auf Unentschieden. Hey, schaut mal, was Van Cleef dabei hatte. Einen Brief an den König von Stormwind. Jo, den mache ich doch da mal auf. Oh mein Gott, sie haben... Haha, diese Briefbombe konnte mir natürlich nichts anhaben. Denn ich habe jetzt die Fähigkeit, meine Seele in diesem kleinen lila Stein zu speichern. Dimitri, du solltest von der Kante da runterkommen. Hinter dir geht's ziemlich steil abwärts. Oh, zeig doch mal den Stein. Horst, vielleicht solltest du nicht ganz so rasant auf... So, jetzt mein Satz. Oh mein Gott, sie haben Dimitri getötet. Ihr Schweine. Was wird in der nächsten Folge geschehen? Ja, ja. Ich werde Dimitri wiederbeleben und endlich mehr Haut zeigen. Juhu, na endlich. So schlecht wie der Job hier bezahlt wird, wurde das ja auch mal Zeit. Wie sie sich mir schon wieder an den Hals wirft. Es besteht natürlich ein Zusammenhang zwischen Dimitri wiederbeleben und ein wenig mehr Haut zeigen, wenn ihr versteht, was ich meine. Wer von unseren Helden wird sich Dimitris schönen Succubus Bärbel angeln? Dämonen haben Klasse. Die wollen nichts von rohen und hohlen Kriegern. Bärbel liebt mich. Das hat sie vorhin gesagt. Raoul kann's bezeugen. Sisu? Nein, Bärbel, du hast mein Herz gebrochen. Wo kam denn nun wieder dieser Zug her? Ich bin noch gar nicht tot. In der nächsten Folge kehre ich zurück und werde... Das denke ich nicht, Tim. Schaltet auch nächste Woche wieder ein und erfahrt, wie es in Elimania weitergeht. Je sais.